Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Merkwürdiges Gebräu anzunehmen bei Borgrim Starkhammer im Schergrad an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest ist mir keine bekannt. Solltet ihr eine kennen, dürft ihr es gerne in die Kommentare posten. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber euch auch in BC Classic helfen. Wie ihr seht, kann ich fliegen, aber keine Sorge, ihr könnt meine Wege nachverfolgen, falls ihr am Boden entlang müsst. Und wie ihr seht, habe ich schon 6 von 11 Items. Heißt also, diese Items sind keine speziellen Quest-Items, sondern die droppen auch so, wenn ihr zum Beispiel 30 Ogre der Blutschläger töten müsst. Da gibt es ja eine Quest. Da könnt ihr auch dieses Hau-Weg-Gebräu finden. Soweit mir bekannt, kann dieses Gebräu nur von einer bestimmten Sorte Mobs droppen. Die werde ich euch natürlich zeigen. Ihr könnt es ja mir gerne bestätigen oder mir sagen, dass ich falsch liege in die Kommentare, falls dem so ist. So, ich halte mal Ausschauen. Bin auch schon im Questgebiet. Und zwar benötigen wir jetzt die Braumeister. Diese können diese Quest-Items droppen. Ich weiß nicht, ob zu 100%, aber ich glaube, die Drop-Chance ist ziemlich hoch. Der ist auch schon gleich tot. Hat dabei. Und solche Fässer sind auch noch in dieser Gegend. Kann ja mal schauen, ob ich euch mehrere zeigen kann. Also hier kann eins sein. Könnte natürlich sein, dass auch gar keine da sind, wenn ihr die Quest in BC Classic macht. Weil vermutlich mehr Spieler diese Quest machen werden. Da ist noch eins. Da ist eins. Also kann eins sein. Die Fässer müssen bestimmt auch respawnen, falls jemand lootet. Nun begeben wir uns weiter im Questgebiet. Hier sind auch noch solche Fässer. Und ich würde sagen, ich fange mal an zu looten, damit ich auch fertig werde. Denke, ich habe euch genug Fässer gezeigt, wo welche sein können. Ihr könnt ja natürlich auch selber welche entdecken. Oh, hier waren 2 Quest-Items drin. Sehr cool. Ich habe es übrigens geschafft, auf YouTube die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Falls es euch interessiert, einfach draufklicken. Gibt auch ein Infovideo, warum, wieso, weshalb. Falls es euch nicht interessiert, bitte ignorieren. Einer wird zu irgendwas gezwungen. Ja klar, und jetzt muss ich 2 Mobs töten, die ich nicht mehr benötige. Oder 3 Mobs. Wo kommen die jetzt alle her? Heftig. Gut, gut, mache ich, kein Problem. So. Quest ist ja bereit zur Abgabe. Ich hatte ja schon, glaube ich, 6 Quest-Items. Falls ihr keine habt, müsst ihr ein bisschen länger sammeln. Und wie gesagt, in BC Classic ist es allgemein, glaube ich, ein bisschen länger die ganze Sache. Weil ich tippe drauf, dass ziemlich viele diese Quest machen werde. Machen werden. So. Ich habe das Wort einfach mal abgekürzt. Machen werde. Ich könnte jetzt theoretisch auch abkürzen. Den Laufweg habt ihr ja schon gesehen, aber ich mache mal so. Seht ihr was? Und nun sollte ich gleich beim Abgabe-NPC sein. Ich bin übrigens auch auf Facebook unterwegs. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Da poste ich das oft, wenn was ich gerade aufnehmen tue oder was als nächstes ansteht. Dürft die Seite auch liken, abonnieren, wie ihr wollt. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Oh. Quest ist abzugeben bei Borgrim Starkhammer. In Schergrad, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen.
Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem gibt's in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. It's okay and